Mario. Ich finde es jedes Mal extrem genial, dass die wirklich jeder einzelne Hack bisher so sein eigenes Titelbild hatte. Herzlich willkommen zu It's Me. Wir spielen heute einen weiteren Super Mario 64 Hack namens Sunset Ceremony. Ceremony? Ja. Und schon wieder von dem Autor. Usernames aren't important. Wirklich, der ist fast überall. Das ist unglaublich. Ist ein mittlerer ROM-Hack mit gerade mal nur 3 Sternen. Im Übrigen gut ausgewählt, danke. Was sagt denn überhaupt die Description? Sunset Ceremony is a re-imaging of the classic Super Mario Sunshine Level Format. However, with Super Mario 64 controls, with some tweaks and a few more shine sprites. It is set to the theme of the sunset. Deswegen würde ich mir doch den Namen erklären. The main 3 sprites are the highlight of the show. Wir sammeln gar nicht die Sterne, sondern eher die shine sprites. Ich muss mal dringend gucken, ob es auch schon vernünftige Hacks tatsächlich für Super Mario Sunshine gibt. Ich liebe Sunshine, ich liebe diese Controls einfach damit. Es ist ein unglaublich gutes Spiel. Ich weiß nicht, warum die Leute es so sehr hassen. Ich finde es sogar vom Gameplay her sogar besser als Super Mario 64. Hab ich nicht gesagt. Egal, wir starten mal mit dem Spiel. Ich bin sehr gespannt daraus. Ja, okay, das ist sehr Sunshine. Okay, mitten in irgendeinem Raum zu sein, wo einfach nur ein paar... Ja, Easter, also wirklich ein paar Easter Eggs. Das habe ich damals als Kind einfach nicht so richtig gesehen, weil ich die ersten Super Mario Bros. Teile nie gespielt habe. Da war auch dann so, wirklich sogar von Yoshi's Island mit dabei gewesen, vom Original Super Mario Bros. Das war schon ganz nett gewesen. Ich habe ein Schild. Sunshine Ceremony bei Usernames, was? Oh, ein Spider? Okay, das ist aber ein bisschen gerade komisch jetzt von den Namen her. Auf smvcentral.net ist der Autor. Usernames are important und hier Usernames are spiders. Das könnte dasselbe sein, aber egal. ROM-Manager, okay, Credits, extra Credits, pause for the special credit, extra, okay, und noch mehr Credits, okay. Das habt ihr aber jetzt nicht gut hinbekommen hier. Der Text geht über der Liste. Kann ich ja nicht das reindrücken? Nee, okay. Okay, dann wollen wir uns das mal ansehen. Sind angeblich ja nur 3 Sterne. Okay, der Stern sieht wirklich ein bisschen eigenartig aus, muss ich jetzt zugeben. Be careful, this platform move around a lot. I can't help, but I can give you a secret. You see, some of the loose nails are ground pound elbow. Gesundheit for a coin. You can collect 100 coins, but it is merely optional. Okay. Sind da nur die... Ah, okay, die nur wirklich außen sind. Das ist wirklich so nach dem Motto Special... Ich musste das gerade gar nicht einsammeln. Interessant. Also das ist hier gerade wirklich so ein bisschen auf Super Mario Sunshine wirklich gerade getrimmt, weil es ja diese Special Stages ja extra dafür gab, wo man halt wirklich einfach nur Platforming-Sachen einfach nur hatte. Like the original Sunshine Levels, there is no checkpoint. However, if you were to fall out of the level, you will respawn at the start. Damit kann ich leben, denke ich mal. Komme ich da irgendwie hoch? Muss ich da... Ach du meine... Güte, ist das Vieh hier gerade. Interessant im Übrigen, dass ich hier noch nicht mal irgendwie wirklich was einsammeln muss. Also nicht mal den Nagel reinhauen muss. Nein! Oh ja, das wäre schon lustig geworden, wenn ich das jetzt noch hinbekommen hätte. Also ich hätte schon irgendwie gefeiert. Jit! Jit! Okay, super. Es ist jetzt Fun-Sprünge, ne? Okay, man hat hier wirklich sich sehr stark an Super Mario Sunshine orientiert. Was ich nicht verkehrt finde, ich fand immer diese Special Stages, wo man ja tatsächlich dann erstmal komplett ohne diesen Flat arbeiten musste, ohne den Dreck weg 2000 oder 016. Also die haben daraus einfach nur einen Witz gemacht von wegen hier. Die 100 Sterne, also 100 Münzsterne versuche ich jetzt mal nicht zu sammeln. The fuck. Oh Gott. Oh Gott. Das nimmt gerade mich komplett auseinander hier gerade. Ich mag gerade die Idee dazu, ja. Boah, okay. Das war gerade ziemlich gewagt. Aber ich mag die Idee gerade dazu. Es waren auch, wie ich finde, bei Sunshine so ein paar Sachen gewesen, die ich immer sehr gerne gesehen habe tatsächlich. Einfach nur mal komplett ohne den Flat. Einfach mit den normalen Mario-Steuerungen. Und die haben sich wirklich bis auf jetzt der Weitsprung... Nee, nicht mal der Weitsprung. Das war ja mehr der... Oh, wie hieß das denn jetzt nochmal? Der Long Jump, der ja quasi nur fehlte. Eigentlich nicht wirklich viel geändert. Bis auf das eine Level, wo man sich natürlich von den Palmas wegschmeißen lassen musste. War das eigentlich alles sehr gut machbar. Moment.
Nee, Moment. Ah. Der Boden ist ein bisschen schwierig tatsächlich. Drehen die sich? Oder bewegen sie sich nur? Normalerweise bewegen die sich in Super Mario Sunshine, deswegen bin ich da gerade ein bisschen skeptisch. Aufpassen. Ups. Okay, wunderbar. Dann muss ich noch warten, bis er gleich hier drauf ist. Es ist eine schöne Idee. Definitiv. Eine Sache, die tatsächlich Super Mario 64 ein paar mehr Sachen natürlich noch verbessern würde. Das meine ich manchmal. Da hat irgendwie der Sunshine Mario noch ein bisschen mehr Kollision drin. Ein bisschen paar, also zumindest noch so eine Sekunde. Wo man es halt besser abschätzen kann. Deswegen ist auch überhaupt der Flat mit drin bei Super Mario Sunshine. Weil einfach auch die Angabe, wie man weit springen muss, einfach besser zu sehen ist. Okay. Das hätte ich jetzt nicht so weit eingeschätzt. Deswegen, ich war jetzt gerade ein bisschen verwirrt, um ehrlich zu sein. Würde mir auch das Leben schwerer machen, als es sein muss. Oh, das ist eine Cannon. Und da ist ein Schild. Und da ist noch ein Box. Oh, ich hoffe doch, es ist mein Stern drin. Ist aber schön gerade. Ich meine, so für so ein einzelnes kleines Level ist das gar nicht mal so verkehrt. Na, was haben wir denn hier? I managed to find a way to change Mario's colors on Warm Manager. For this who don't know who, how here, I am in a hex editor. Oh, das ist nett. The six sets of the bytes, one is all walls, first two is a dark blue. Es ist interessant, dass man einfach mal mitten in einem ROM-Hack einfach ein Tutorial reinmacht, wie man Marios Colors einfach mal abändert. Das ist ungewöhnlich. Ist in Ordnung. Habe ich jetzt nicht mehr erwartet. Okay, ich habe Angst. Ich habe wirklich Angst. Okay, ich kann auch nur so weit schießen. Mamma mia! Okay, wunderbar. Ein Problem weniger auf der Welt. Man hat wirklich versucht, auch jetzt wieder, dass da so eine Stiege ist mit den Münzen. Es ist auch total random. Das war aber auch in Sunshine so. Also da hat man sich durchaus ein paar Ideen hergeholt. Finde ich schön. Das macht die ganze Sache für mich auch gerade ein bisschen sympathischer. Alter, Mario auf einen Sprung. Na, das geht doch. Oder auch nicht. Möchte heute Mario nicht. Ich verstehe es manchmal auch nicht, warum das unter ein paar Wänden funktioniert und ein paar halt eben nicht. Ich warte lieber. Ich wollte gerade sagen, könnte ich da eventuell mit einem Weitsprung arbeiten? Dann dachte ich mir so, na, das lasse ich erstmal lieber. Auch wenn jetzt hier diese Modelle jetzt gerade... Ich glaube, das ist wirklich 1:1 aus Super Mario Sunshine rausgewippt. Glaube ich. Also, wenn ich mir das so ansehe, das ist wirklich 1:1. Kann ich nicht einfach... Ich glaube, das macht die Sache einfacher. Ja, das macht die Sache wesentlich einfacher. Hey, wenn ich ein Spiel schießen kann, dann tue ich das auch. Okay. Okay, wunderbar. Das lief einfacher als erwartet. Ich habe eigentlich damit erwartet, dass da irgendwie eine unsichtbare Mauer einfach mal hingesetzt wird. Wie in Click-Clock Tower. Alter, wirklich, dieses blöde Level bei 64. Wie man da einfach random gegen die random Wände einfach springen kann. Das macht so viele Stellen so richtig schön beschissen. Und trotzdem liegt man das Spiel. Das ist sehr, sehr komisch. Man hat da sehr viel Nostalgie dran. Ich bin aber auch echt erstaunt, wie weit tatsächlich auch die Modding-Community... Allein, ich habe ja damals nur die Modding-Community bei bei Sonic Adventure DX Director's Cut, also die PC-Version von Sonic Adventure, damals verfolgt mit neuen Modellen, neuen Leveln, re-imaged, reworked Leveln. Das ist unglaublich cool gewesen. Das muss ich mir eventuell auch nochmal wieder angucken. Weil es war super einfach zu machen. Da war einfach nur die Dateien in den Ordner reinschieben. Fertig. Und ich habe auch damals einfach nur mal zigtausend Ordner davon voll fertig gemacht, weil ich verschiedene ROM-Hacks, also verschiedene Mods einfach nur gespielt habe. Muss mal gucken, wie weit die jetzt heutzutage damit sind. Okay, Kamera ist hier ein bisschen gegen den Spieler. Aber ja, das ist irgendwie so eine Sache. Es ist schön. Auch wenn ich mir jetzt gerade so denke, so langsam dürfte es auch mal enden. Oh Gott. Keine Ahnung, was das jetzt sollte. Wie, was, wo? Ist das so jetzt gewollt? Oh, okay. Oh, okay.
Nö. Aber man konnte tatsächlich bei Super Mario Sunshine auf diesen Dingern wunderbar gut Speed aufbauen, weil wenn Mario so eine kleine Neigung nach oben hatte, man hat einen Dive Jump gemacht und sich zurückgedreht, hat Mario sehr extrem schnell geflitzt, warum auch immer. Es kann ein Fehler gewesen sein, aber es sah jedes Mal super lustig aus. Okay, irgendwie waren die Kugelbees jetzt nicht so wirklich das große Thema in der ganzen Geschichte hier gewesen. Ist egal, die sind da. Ich meine, die Kugelbees werden sonst nie richtig genutzt also nicht mal in Super Mario 64 wird das großartig genutzt. Ja, genau. When on a step slope, you can't make an ordinary jump. To compensate, you must jump and dive to make a jump. It will be hard, but once you get the hang of it, you will understand Mario more personally. Ah, ja, die Steuerung von Mario ist wirklich... Wieso? Da ist doch gar kein Problem da drin, normal einen Jump zu machen. Schön auch, dass die Modelle komplett entladen werden. Ich konnte jetzt gerade nichts Gegenteiliges jetzt gerade sagen. Die Jumps sind ganz komplett in Ordnung. Boah. Boah. Nein! Ich sehe nichts. Ist das jetzt der Stern? Ist es der Stern? Haben wir den Stern? Nein! Mist, das war ein Fake. Für die Münzen. Ach Gott. Ja, ja, oh ja, okay, gut. Ich habe den Aufstieg da oben schon gesehen. Ah, ich sehe doch den Side-Spite. Hä? Nein, 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 nein. Ey, 11 Minuten meines Lebens komplett verschwendet. Wir sehen uns oben wieder. Oh Gott. Mach langsam, mach langsam. Du hast Zeit, du hast alle Zeit der Welt. Oh, jetzt! Yes. Und da ist der Kater weg. Ja, wunderbar. Ich nehme schon die ganze Zeit auf, ich schneide das nur raus. Das ist egal. Ah, wir haben den scheiß Stern. Sehr schön. Wunderbar. Das war auf jeden Fall die Sunset-Zeremonie. Wer so masochistisch ist, der sucht noch die anderen 2 Sterne. Ich mach's nicht. Die Aufnahme ist jetzt schon 25 Minuten lang. Die werden eigentlich nur 12. Ja. Ich habe so eine Wasserablagerung im Auge. Ist weg. Okay, wunderbar. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Das war Sunset-Zeremonie. Schaut gerne mal wieder rein. Und bis zum nächsten Mal. See ya. Ich will hier nur weg.